Mujahid rahimahullah ta'ala, einer der Schüler von Ibn Abbas radiallahu an, er wurde gefragt. Es wurde zu ihm genau diese Frage gestellt. Wie nimmt der Todesengel von mehreren Menschen gleichzeitig die Seelen? Es kann ja sein, dass heute einer hier stirbt und gleichzeitig einer in Berlin, in Stuttgart, in Osnabrück und auch in anderen Ländern. Wie passiert das? So wurde berichtet von Mujahid rahimahullah ta'ala, dass die Welt vor dem Todesengel so klein gemacht wird, dass er von den Seelen nehmen kann, was er will. Das bedeutet, liebe Geschwister, dass diese große Welt, die wir jetzt vor uns haben, eine ganz andere Welt vor wen ist? Vor dem Todesengel. Und daher kann der Todesengel nehmen, was er will. Und der Todesengel, in der Tat, er nimmt die Seele, aber er hat viele, viele was? Helfer. Er hat viele, viele Helfer und insofern ist das möglich. Und für Allah subhanahu wa ta'ala ist nichts unmöglich, liebe Geschwister. Ya dhakir al-ashab, kum mutadiban ya.